Mich berührt das Bild vom Bodhisattva, der den Lehren des Mahayana zufolge die volle Erleuchtung hinausschiebt, das sind Anführungszeichen, und immer wieder zurückkehrt, um den leidenden Wesen einen Weg aus dem Leiden zu zeigen. Es heißt, dass, Moment, es heißt, das, was den fast Erleuchteten mit den Wesen verbindet, sei sein Mitgefühl und der Wunsch der Wesen nach Lehren. Es scheint mir ja mal schade, wenn die Erleuchteten nach dem Ablegen der Bürde verschwinden und nie wiederkehren. Sie haben so viel getan, gelernt und erfahren und könnten so viel geben. Oder bereichern die Geister der Erleuchteten das universelle Bewusstsein und wirken von dort aus weiterhin heilsam auf uns alle ein. Erst einmal das Mitgefühl. Diese ganze Geschichte mit dem absichtlich Nibbana hinausschieben, ist in unserer Tradition wird es als Missverständnis bezeichnet. Es ist einfach nicht möglich, dass wenn die Reife gekommen ist, wie ich schon vorhin schon sagte, der Apfel kann nicht zum Apfelbaum sagen, jetzt bin ich zwar reif, aber jetzt falle ich nicht runter. Es geht einfach nicht. Die Reife bedeutet, die Reife ist gekommen. Also wir bezeichnen das als ein Missverständnis. Ich denke, das ist ziemlich